Willkommen zurück in der niemals endenden Geschichte von Echo. Ja, ich habe einiges vorbereitet. Man sieht es vielleicht, die Kurve habe ich schon mal vorbereitet, dass wir das nicht noch in der Folge haben. Und da hinten die Erhöhung habe ich auch vorbereitet. Und wie man sieht, wachsen hier nur noch Pickel. Ja, wir gucken in ein strahlend junges Gesicht der Wüste und wo nur noch Pickel sogar in Reihe wachsen. Die Mitesser, ein bisschen widerlich ist das. Aber auch keine Agaven. Ich habe schon mal so ein paar hundert. Ein paar hundert ist gut. Ich glaube, es waren 800. Agaven, also 800 gebackene Agaven habe ich schon in Auftrag gegeben, glaube ich. Aber bevor wir hier noch weiter rumlamentieren, fangen wir gleich mal hier an, hier die Straße weiter zu bauen. Damit wir vielleicht auch alles diese Folge noch schaffen können, weil ich glaube, übernächste Folge wäre schon die 300. Wenn ich mich recht erinnere, das wäre schön, wenn ich mich da nicht vertue. Denn da wollen wir ja zu Noctura. Ne? Und dann wollen wir da mal spekulieren. Da spielen wir mal den Spekulatius. Der Hamster ist auch noch da. Das finde ich sehr schön. Der hat mich auch schon besucht mit Jan. Ja, alle waren sie da. Jan hat nicht schlecht gestaunt. Der war einige Zeit nicht online. Und ja, hat sich einiges verändert. Und der Hamster, ja gut, der Hamster, ja, der Hamster, dem habe ich etwas Epoxid leihen müssen. Weil er kommt sonst nicht voran. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass es. Oh. Dass es an dem Skill von der Ölbuchung liegen könnte, dass er halt nicht so schnell ist damit, bis er Epoxid herstellen kann. Glaube ich zumindest. Deswegen habe ich ihm ein bisschen Epoxidharz gegeben und Glas und in der Kiste war auch zufällig auch noch ein bisschen Gummi. Ne? Statt Fischblasen ist besser, glaube ich. So. Guck mal, wie schön schnell das jetzt geht. Ich finde das so schön, ich finde das so toll. Wenn man vorbereitet, dann geht es natürlich schneller. Ganz klar. Kann vielleicht sein, dass hier und da vielleicht noch ein kleiner Fehler drin ist, aber ich hoffe, dass wir diese Folge da hinten auch den Böppel dazu machen können. Vielleicht sogar im Flugmodus. Das weiß ich aber noch nicht so genau. Müssen wir mal schauen. So. Ach ja. Und ich glaube, aus meiner Abschlusskontrolle, da werden wir wahrscheinlich nochmal einen großen Umbau draus machen. Nochmal, ja. Vielleicht sogar im Stream, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dafür wäre es zu viel. Aber wir haben ja das schöne Werkzeug dabei, von daher ist es hauptsächlich nur noch abbauen. Und dann mit dem Aufbau da müssen wir halt mal sehen, wie wir es am besten machen. Kann auch sein, dass ich das schon mal vor dem Stream vielleicht schon mal abbaue, das Ganze. Und dann im Stream halt das Ganze verändere, was da eigentlich jetzt draus gemacht werden soll. Zwei Aufzüge kommen raus, das habe ich mich schon entschlossen, nämlich die Fahrzeugaufzüge, die haben da oben auf der Aussichtsplattform überhaupt nichts drauf zu suchen. Und deswegen kommen die schon mal alle weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alles klar. Dann müssen wir noch eine Reihe hier durchbuddeln. Da nicht, da ist keine Reihe, Mark. Genau, hier, wo die Schildkröte am Pennen ist. Sorry. Entschuldige, Kröti. Verzeihung, das war keine Absicht, du hast da gelegen wie ein Stein. So, und dann sind wir auch schon gleich wieder da hinten angekommen. Das ist sehr angenehm. 1, 2, 3, 4 und voll. Meistens fehlt ja immer einer, ne? So. Zack. Ja, guck mal. So schön schnell geht das, wenn man schön vorbereitet. Aber trotzdem können wir es wohl nicht verhindern, dass sich hier die Pickel wieder einbuddeln. Die haben eine erstaunliche Spawnrate, diese Kaktusen. Die Kakteen, wollte ich sagen. Entschuldigung. Kaktusen war jetzt gar nicht gemeint. So, und dann können wir auch wieder mal ohne das fürchterliche Füllwort mal hier weiter vorwärts kommen, dass wir auch diese Folge ein bisschen mehr schaffen, als nur hier Erde rauszunehmen. Wäre schon ganz schön, wenn das alles so funktioniert. Funktioniert. Ja, habe ich extra so gesagt. Funktioniert. Wäre eigentlich schöner Folgentitel, ne? Ja, das funktioniert. Nicht mit Ö, sondern mit E. ERD. Genau. So. Ja, du pennst schön, das ist gut. Jetzt müssen wir von hier vielleicht mal eine Mitte finden. Oder einfach den Außenrahmen. Den Außenrahmen. Den Außenrahmen. Alter Marc, was hast du denn? Was soll ich sagen? Es ist 5 nach 2 in der Nacht. Ich habe angefangen, wann habe ich angefangen? Das mag ich gar keinem erzählen, wenn ich angefangen habe. Oh, das mag ich echt gerade gar nicht erzählen, weil es so unangenehm und peinlich ist.
Also, ich habe um 6:30 angefangen. Nein, nicht gestern Morgen, sondern gestern Abend. Oh, ist schon wieder voll. Toll, die Schaufel ist voll. Kennt ihr das Gefühl, wenn man husten, gleichzeitig aufstoßen und niesen muss? Ich hoffe, der Hamster das nicht. Nee, das Mikrofon ist nicht offen. Von daher, deswegen mache ich das nämlich immer zu, damit man meine furchtbaren Nebengeräusche nicht mitbekommt. Vorhin hat es ist mir schon peinlich genug, dass der Hamster mich vorhin beim Summen der Walküre auch noch erwischt hat. Er hat es glücklicherweise nicht aufgenommen. Mächtig anständig von dir, Hamster. Ach ja, es. So, guck mal, jetzt haben wir hier schon auch schon gleich die Straße ausgebuddelt, das ist schon mal ganz gut. Dann können wir gleich hier vielleicht schon Straßen setzen, aber so viele haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Wenn ich das richtig sehe, haben wir gerade 600 Erde schon in den LKW draufgeschmissen. Und hier werden wahrscheinlich auch nochmal so 150, 180 zusammenkommen. Vielleicht sogar auch nochmal über 200, das weiß ich nicht genau. Ich habe nicht abgezählt. Also fertig werden wir mit der Straße nicht, deswegen, aber ich möchte tatsächlich heute den Canyon da hinten zubasteln. Dafür brauchen wir auch wieder Erde. Und deswegen machen wir den ganzen Quatsch eigentlich nur. Ansonsten wäre es auch wesentlich leichter mit dem Hocker hier halt alles einfach abzubosteln. Und dann bleibt nämlich nichts davon übrig. Ach ja, und der Hamster hat uns ein paar Asphaltstraßen noch rübergebracht. Ich frage mich bloß, wo er die her hat. Aber, naja. Aber ich war so nett, ihm Bescheid zu sagen, dass ich was Schönes auf seinen... Auf seinen Arsch, wollte ich fast sagen, auf sein Heck seines LKWs gepinselt habe. Guck mal hier. Mitesser. Wüstenmitesser. Überall spritzen sie wieder. Ich sage ja, eine jugendliche Wüste. So, leider können wir hier gerade nicht weit mit dem LKW fahren. Wir könnten zwar hier hinstellen. Ja, könnten wir machen, aber ach, warum? Das machen wir mal nicht. Für die 5 Erde lohnt sich das jetzt nicht mehr. So, und jetzt wollen wir auch gleich mal hier anfangen. Weißt du was, heute machen wir es mal andersrum. Heute wollen wir einfach mal beginnen. Was mache ich denn? So, einfach schon mal einen Rahmen zu setzen. Die Rahmenbedingungen können wir schon mal setzen. Warum nicht? Und wer sich wundert, warum schon wieder ein anderer Block ausgewählt ist, ich bin gerade vom Server geflogen. Warum? Auch das entzieht sich meiner Kenntnis. So. Ich hoffe, das ist jetzt alles noch richtig. Es wäre schon wunderschön. Es wäre wirklich so fantastisch. Sofa fantastisch. Ah, das war nicht gut. Oder? Ah, doch, doch. Alles gut. Alles richtig. Alles in Ordnung. Alles intakt. So, ich hoffe nur, dass das auch so mit Noctura auch so passt. Ich meine nicht, dass ich ihn da jetzt irgendwie zwischenfunke mit meinen baulichen Veränderungen. Denn wir werden in der 30. Folge bei ihm ein bisschen was abbauen müssen. Um die Straße da auch entsprechend zu legen. Später. Erstmal möchte ich da einfach nur raus. Aber woraus das seht ihr dann. So. Ach Mensch. Weißt du, jedes einzelne Werkzeug kannst du auswählen, aber. Oh, ist es denn wahr? Du, markier doch mal. Hallo. Dankeschön. Oh, also langsam. Es sind nur noch die beiden. Alles klar. Auf dieser Seite sind nur noch die beiden. Das ist gut. So, und jetzt guck mal, schon sind hier die Rahmenbedingungen fast schon geschaffen. Es ist ja nicht mehr viel. Und wir sind aber schon bei der Hälfte der Folgenzeit beinahe angekommen. Kannst mal sehen. So lange dauert das nämlich, bis man hier irgendwas mal schön gemacht hat und irgendwelche Straßen verlegt hat. Es ist echt abartig, wie lange das wirklich dauert. Aber so ist das nun mal manchmal. Nicht nur in diesem Leben. Okay, da liegt nur die Kröte, das ist gut. So, mal gucken, ob wir gleich rückwärts wieder drüber stiefeln oder einfach dran hängen bleiben. Gar nichts. Wir laufen dran vorbei. Das ist gut. Das hier lebt von mir. Ah, Moment. Hier möchte ich noch gar nichts haben. Und hier auch nicht. Hier schon. Das ist gut. Weil da kommt auch noch eine Kurve rein. Ihr wisst es doch. Sonst haben wir da gleich den ganzen Quatsch wieder vor der Nase liegen, den wir eh wieder abbauen müssen. Das wäre auch eher kontraproduktiv. 40, damit komme ich nicht weit. Moment, dann müssen wir noch mal kurz noch mal nachordern hier hinten. Nämlich hier. Und eigentlich, wenn man so möchte, könnten wir eigentlich auch die nächsten Straßen hier produzieren. Da sind wir ja quasi direkt an der Quelle. Das Einzige, was mir dafür fehlt, sind, genau, Steine. Das ist,
sehr gut. Natürlich ist das immer noch zu weit vorne, aber da brauchen wir nicht so viel abbauen. Das ist dann schon okay. So, guck mal, wie schön und schnell das geht. Das geht doch hier ratzfatz. Ratzi, fatzi, zicki, zacki, ist doch das alles toll. Bis auf diese Wüstenmitesser. Guck mal, haut drauf, aber weil es nicht markiert ist, entfernt er nicht. Und hier auch noch einer. Das ist immer sehr schön. Immer ganz, ganz toll. Mächtig toll. Na, ja, jetzt. Ach. So, manchmal. Manchmal ist es wirklich eine Qual. Aber gut. Wer sagt schon, dass der Bauer, dass der Beruf eines Bauarbeiters einfach ist, ne? Das können nur die sagen, die den Beruf tatsächlich selbst ausüben oder ausgeübt haben. Naja, ich jetzt nicht, also nicht zwangsläufig. Oh, Hamster. Moment, ich muss mal kurz mein Mikro öffnen. Hallo, Max. Hallo. Hallo. Bist schon lange da? Ne, ich war gerade eben noch kurz drin. Er ist kurz da. Du bist okay. Nicht zufällig in Aufnahme, oder? Doch. Achso. Ja. Ich habe schon von deinem Heck gesprochen, also von dem Heck deines LKWs. Aber nicht, was ich da drauf geschmiert habe. Hast du wieder was Neues drauf geschmiert? Nein, nicht. Bisher nicht. Okay, okay. Ich weiß nicht mal, wo du parkst. Wo parkst du denn? Weiß ich nicht. Schade eigentlich. Ja? Gibt es zufällig eine Möglichkeit, dass ich die Steine, die ich abbaue, zum Beispiel wollte einen Aufzugsschacht bauen, um unterirdisch Lager zu bauen, ne? Ja. Problem ist, ich habe keinen Platz für die Steine. Ja. Kann ich die dir geben oder muss ich die löschen? Wie mache ich das? Weißt du das? Löschen kannst du die nur mit dem einen speziellen Werkzeug. Aber die. Du kannst auch bestimmt diese Bollerwagen bauen, ne? Ja. Da passen viele Steine rein. Erze nicht so viele, aber Steine passen relativ viele rein. Okay, dann baue ich ein paar davon. Mhm. Ja, gut. Dann weiß ich Bescheid. Okay. Dann. Hören wir Ja. Später. Es ist spät, er hat schon rote Augen. Was? Oh ja, na gut, um 2 Uhr. Oh, schade, ich wollte gerade mal deine Prothese zeigen, aber es geht gerade nicht. Ich habe den Flugmodus nicht an. Ja, ich mach mal hier. Ja, geht leider nicht. Ich kann nicht in deinen Kopf gucken. Mangels Flugmodus. Ich möchte ihn auch hier jetzt gerade nicht anmachen. Weil ich bin nicht so der Anmacher, weißt du? Alles klar. Na gut, dann bis gleich. Noch für die Zuschauer viel Spaß noch und viel Spaß beim Baumarkt. Juhu, alles klar. Dankeschön, dir auch. So, Mikro ist wieder aus, Mikro ist zu. Ist das so richtig? Das sieht irgendwie noch so falsch aus. Weil es falsch ist, Marc. Es ist falsch. Es ist sowas. Ach, glaubst du es denn? Du bist so doof, Marki. Marki ist doof. Ich überlege gerade, hat er noch Zugriff auf einen von meinen LKWs? Glaube nicht. Ach ja. Ah. Ich weiß, mit dem Tool kann man das schon machen. Damit kann man Dinge löschen, aber es gab einen Grund, warum ich Ihnen das noch nicht angeboten habe, aber eigentlich könnte ich das jetzt mal machen, ne? Könnte ich eigentlich, theoretisch ja. Praktisch auch. Das wäre echt super nett von mir. So, hier kommt noch einer rein. Ich habe nämlich noch Löcher gelassen. Das sind so Luft- und Ablauflöcher, ne? Von daher bitte nicht wundern. Die haben schon ihre Berechtigung. Oder auch nicht. So, 14 sind wir jetzt. Laut Aufnahmetimer wahrscheinlich sind wir gerade bei 14 oder 14.10, irgendwie so. So, irgendwie sieht es aus wie fast wie der Hudson. Ne, Hudson, nicht Hudson, sondern wie heißt der Ablauf in, ach, weiß ich nicht mehr. Dieser Kanal in L.A., wie hieß der denn nochmal? 180. Nein, so hieß der natürlich nicht, aber, ne, weißt du, 180 Steine haben wir jetzt noch. Das ist nicht gerade viel. Das reicht nicht weder hinten noch vorne. Das Beste wäre vielleicht, wenn wir gleich erstmal den LKW mit den Ziegeln holen. Und warum ist das hier so falsch? Weil ich wieder was vergessen habe, ich Penner.
Alter, ich bin so eine Schlafmütze. Ja, ich mache nur noch eine Aufnahme danach, ne? Von daher, wenn wir Glück haben, ja, dann müssen wir halt in der 300 Ärzten vielleicht dann mal kochen. Ich möchte auf jeden Fall mit euch noch kochen. Schon alsbald, weil ich kann die Straße nicht mehr sehen. So. So, gucken wir mal. Ich lasse erstmal überall Löcher, ne? Wo die Pickel drin sind, lasse ich erstmal überall Löcher. Die machen wir später zu. Damit wir vielleicht mal so ein bisschen Strecke haben, wo wir hier langfahren können. Oder könnten. Das wäre noch viel schöner. Ich überlege schon, wie das am besten mit der 13. Folge dann zu bewerkstelligen ist, weil ich kenne mittlerweile schon die Höhe. Zumindest hat die mir Noctura genannt. Ich weiß nicht, ob das die richtige Höhe ist. Oder ob es auch nur vermutet ist. Da bin ich mir nicht sicher, aber da müssen wir halt mal sehen. So, guck mal, das war schon an Straßen. Haben wir noch irgendwo einen LKW mit... LKW? LKW? Ich guck mal. Vielleicht haben wir noch ein paar Straßen. Mal gucken. Ja, mal gucken. Da wollten wir auch noch. Da wollten wir noch. Da. Haben wir hier noch Straßen drauf? Hm? Ja, na sicher haben wir noch Straßen. Nicht viele, aber ein paar. Und die reichen mir doch schon völlig. Na, eigentlich nicht, aber es sind immer noch viel zu wenige. Aber, naja. Irgendwas, weißt du, irgendwas ist ja immer. So. Dann machen wir hier mal weiter. Nochmal 184 Straßen setzen. Möglichst ohne imaginäre Popel hier von den Kakteen. Das wäre schon ganz schön. Da ist auch keiner. Da ist keiner. Sehr gut. Ja, hier brauchen wir noch nicht. Sag mal. Wenn du schon markierst, weißt du, Echo, dann kannst du eigentlich auch die Blöcke setzen. Bitte. Bitte. Ich bitte dich doch nur. So, jawohl. Ja, guck mal. Straßenbau Turbo hier. Hm? Wurde mal Zeit, dass wir mal ein bisschen Gas geben hier. Aber schneller geht's wirklich nicht. Also es tut mir leid, aber schneller geht's wirklich nicht. Es sei denn, ich würde alles zwischen den Folgen machen. Aber was bleibt mir denn noch für die Aufnahme? Ich warte händeringend aufs 9er Update. Händeringend. Weil wir haben schon fast alles gebaut. Also, wir bauen jetzt auch ziemlich viele nutzlose Gebäude. Obwohl, nein, die Pyrenäen, die könnte man auch nachbauen. Oh, jetzt guck mal, sind wir schon fast da. Schön, dann machen wir auch gleich die Rampen. Ja, 2 Minuten vor Schluss. Vielleicht auch 5 Minuten. Wenn wir überziehen, könnten wir noch ein bisschen mal gucken. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten bewerkstelligen. Aber wir schnappen uns erstmal ein paar Rampen. Rampeng. Da. Hier haben wir Rampeng. So, hier. Da, da und da. Und guck mal. Jetzt wird doch was. Jetzt wird doch schön. Jetzt kann man sich vielleicht auch mal bildlich vorstellen, wie das Ganze hier dann aussehen möchte. Es möchte mal aussehen. Es sieht nicht aus, aber es möchte aussehen. So geht es mir auch meistens, wenn ich vorm Spiegel stehe. Ich möchte gerne aussehen, aber ich sehe einfach nicht aus. Ja, sorry. Das, so. Nächste Rampen. Wie viel brauchen wir noch? Ein paar. 20 wahrscheinlich noch. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Ich renne ja schon. Guck mal, ich renne doch schon, was das Zeug hält, was der Schlüpper hergibt. Aber mehr geht beim besten Willen nicht. Hier vielleicht nochmal, hier nochmal ein bisschen draufhalten. Genau. So. Und bleib nicht dauernd mit deiner Hornhaut hier irgendwo drin hängen. Das wäre echt schön. Das ist nämlich echt unnötig. So, hier haben wir auch noch einen. Markier den. Warum markierst du ihn nicht? Jetzt. Jetzt, wo ich gerade die Schaufel schon rausholen wollte, weißt du? Ich habe zumindest schon dran gedacht. Aber nee. So leicht macht das mir dann doch nicht. Ah, diese Rennerei, aber. Ich habe echt schon Schwielen an den Füßen.
Nicht nur an den Händen, aber an den Füßen hauptsächlich. So, guck mal. Und, wir sind jetzt, glaube ich, ein zu hoch. Ist das zu hoch? Das ist so einer zu hoch. Warum ist das jetzt so hoch? Was habe ich mir dabei gedacht jetzt? Warum ist das so hoch? Das hat doch gerade noch gepasst. Ja, natürlich hat es gerade noch gepasst. Marki. Weil ich eine kleine Schlafmütze bin, deswegen habe ich hier natürlich viel zu viel vorbereitet. Und, na gut, dazu muss ich sagen, ich habe eine gute Entschuldigung dafür. Denn als ich hier vorbereitet habe, kam gerade Jan und dann kam der Max und dann überhaupt. Ja, das heißt, während der Arbeit bitte nicht ablenken lassen. Warum fehlt hier jetzt einer? Sowas. So war das doch. So gehört das hin. So darf es sein. Dann brauchen wir den. Wo der ist richtig. Der ist durchaus richtig. Das ist auch soweit okay. Aber hier drunter kommt ja gleich der Streifen hin. Das machen. Wir müssen das nächste Folge machen. Also, wir schaffen es nicht noch zu kochen, bevor wir zu Noctura fahren. Aber was ich schaffen werde, ist Straßen herzustellen, herzubringen. Und die Kurve da, die werde ich, also die Kreuzung. Die werde ich auch schon mal zwischen den Folgen schon mal formen. Und wahrscheinlich werde ich auch zwischen den Folgen auch noch mal ein bisschen was klöppeln müssen. Hier, guck mal, das haben wir hier mal raus. Und, nämlich hier Kalksteinziegel. Damit wir auch eine schöne Autobahn dann haben, um überall hinzukommen. Genau, 200er. Alles klar. Ach, ich wünsche mal, in meinem Portemonnaie würde es auch so aussehen. 200er, oh. Das wäre schön. Gut, also ich würde erstmal sagen, bis zur nächsten Folge. Und ja, gehabt euch wohl.